Radio for you. Kickers Radio on Tour. Freitag, den 27. September um 19 Uhr. TSV Buchbach gegen die FC Würzburger Kickers live. Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Dieter Wirsching, wir haben einen Tag vor dem nächsten großen Spiel, vor der nächsten großen Aufgabe beim TSV Buchbach am Freitagabend. Wie schaut es aus zu diesem Spiel? Ja, gut. Die Sperre von Niklas Weichenberger ist jetzt mit einem Spiel eher auch gering ausgefallen. Und der ist morgen wieder an Bord, bis auf Andi Bauer und bis auf Daniel Lierol, beide, die praktisch im Aufbautraining sind. Sind alle Mann an Bord und ja, wir hatten mal eine gute Trainingswoche hinter uns gebracht. Wir hatten jetzt die drei Spiele in Serie gegen Amateurmannschaften, in denen wir alle drei Spiele auch ungeschlagen sind. Aber jetzt geht es halt darum, nicht ungeschlagen zu sein, sondern wieder zu gewinnen, um dann eventuell dann doch die Chance noch zu nutzen, um vorne ranzurücken. Es gibt zwei Dinge, die morgen sicherlich zu beachten sind. A, eine lange Busreise. Wie stellt man die Mannschaft am besten darauf ein? Im Profiverein wird in solchen Fällen über 300 Kilometer einen Tag vorher angereist. Und dann natürlich der Gegner TSV Buchbach. Wie wirst du das Ganze angehen? Also gut, erstmal zu deiner Frage wegen der Busfahrt. Wir werden morgen rechtzeitig natürlich losfahren hier in Würzburg. Werden uns von unserem von unserer Gaststätte schön leckere Nudeln mitnehmen, um dann unterwegs auch eine schöne große Pause samt Spaziergang einzulegen, so wie wir das eigentlich in der Regel auswärts immer machen. Tag früh anreisen, dadurch, dass es ein Freitag ist, geht natürlich leider nicht. Wäre optimal, wenn wir natürlich heute Abend noch mal trainiert hätten und dann morgen angefahren werden. Aber das ist arbeitstechnisch für die Jungs leider nicht möglich. Und somit müssen wir die Kröte in Anführungsstrichen schlucken, dass wir morgen anreisen, aber ich denke, das ist keine Ausrede und wir werden da, denke ich, morgen Abend schon auf jeden Fall ein gutes Spiel abliefern. Ja, und zum Gegner gibt es zu sagen, aus den letzten, die letzten 6 Tore, 5 durch Standards. Ich denke, das ist die große Stärke der Mannschaft. Spielen eher einfach Fußball, ziemlich stark auch durchs Zentrum, sind körperlich sehr robust und treten gut als Einheit auf und da gilt es schon mal, die Freistöße zu vermeiden, diese Freistöße, wenn sie dann in den 16er flattern, auch gut zu verteidigen. Und wenn es uns gelingt, konzentriert zu bleiben und wir unser gefährliches Konterspiel und Offensivspiel nach vorne treiben können, dann haben wir morgen durchaus die Chance, Buchbach auch einzuholen. Wie schaut es aus? Wird sich im Verhältnis zum letzten Spiel gegen Ingolstadt taktisch ein bisschen was verändern? Ja, wir haben jetzt die letzten 4 Spiele sehr offensiv gedeckt, beziehungsweise sind auch immer in Rückstand geraten. Das war gegen den Club so, das war in Fürth und jetzt dann auch zuletzt gegen Ingolstadt zu Hause so. Und wir sind immer mit viel Herz und Leidenschaft zurückgekommen, mussten allerdings auch immer sehr viel investieren und wir werden morgen weg von 4-3-3 oder 4-1-4-1 sicherlich mit Doppel-6 agieren. Und da warte ich mir natürlich schon auch Stabilität. Joe Mensa ist in einer ausgezeichneten Verfassung wieder nach seinem grippalen Infekt. Das hat er auch schon in der zweiten Halbzeit gegen Ingolstadt gezeigt. Und ihm werden wir dann noch einen Sechser zur Seite stellen, damit wir das Zentrum gut dicht bekommen gegen Buchbach. Das ist das Ziel. Und dann logischerweise gezielt dann mit 3-4 Leuten vorne die Angriffe, die Konterangriffe dann zu starten. Wir wollen uns nicht verstecken, aber doch aus einer kompakten Situation heraus möglichst lange die Null halten. Und so schaut morgen unser Matchplan aus. Ja, wir haben es gesagt, morgen gibt es dann eine große Pause. Und die große Pause wird dann, schätze ich mal, so gegen 15 Uhr sein. Dann von irgendeiner Raststätte werden wir beide uns dann nochmal live melden und den letzten Zwischenbericht eben vorm Spiel abgeben zu können. Danke, Dieter Wirsching. Bitte. Kickers Radio on Tour. Freitag, den 27. September um 19 Uhr. TSV Buchbach gegen die FC Würzburger Kickers live. Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang.